Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Raki and Grill. Heute in unserem Test der Miras Racke, ein Raki aus dem Schwarzwald. Bei diesem Raki ist anscheinend alles aus Deutschland. Die Herstellung, die Abfüllung, der Einkauf und selbst die Flaschen werden in Deutschland hergestellt. Ich habe diesen Raki direkt von Miras Racke zum Verkosten bekommen. Das ist nicht die Originalflasche, die es im Verkauf gibt. Das ist eine bisschen kleinere Flasche. Die Originalflasche ist länger und hat 0,5 Liter. Das Besondere an diesem Raki ist nicht nur, dass er aus in Deutschland produziert wird, sondern er ist komplett handgemacht und ist im Moment eine Rarität. Sprich, es sind relativ small batches und man bekommt es eigentlich nur bei denen im Online-Shop und in einem einzigen Supermarkt im Bad Saulgau. Der Raki ist dreimal destilliert und zudem noch ein Göbekrakısı. Wie wir alle wissen, eines der besten Rakis, die man bekommen kann, sind Göbekrakısı. Außerdem ist er in Eichefass gelagert und zu guter Schluss ist er auch noch mit einem Schuss Honig versehen. Ist nicht ganz Raki-konform. Die Raki-Gesetzeslage in der Türkei zumindest sagt, dass andere Zutaten außer Anis, Trauben, Agraralkohol und Zucker, maximal 10 Gramm pro Liter, verboten sind. Aber ich würde hier in dem Falle den Honig dem Zucker zuschreiben, da der Honig ja bekannterweise ca. aus 80% Zucker besteht. Ich bin gespannt auf den Raki und deswegen fangen wir mal an. Man erkennt schon direkt außen an der Flasche die goldene Verfärbung von dem Raki. Diese kann natürlich jetzt von zweierlei kommen. Entweder durch eine Eichefasslagerung, was andere Rakis auch haben, oder durch den Zusatz von Honig. Vermutlich ist hier die Eichefasslagerung eher die Nummer 1 Priorität. Wir fangen an, wie immer, bei einer Geruchsprobe. Und hier riecht man echt den Honig raus. Also, man hat selbstverständlich die Anisnote drin, den Apfelgeruch. Aber auch sehr schön, sehr fein, elegant einen Honigduft. Gehen wir mal an die Verkostung. Ich hätte von dem Raki mehr Milde erwartet, vor allem durch diesen Honig und durch den Göbek-Racke. Aber er ist im Mund doch ein bisschen scharf, aber vom Geschmack schön vollmundig und es legt sich irgendwie, ich will nicht sagen, eine Schicht Honig in den Gaumen, aber der Geschmack des Honigs bleibt einem lang erhalten. Und der Abgang ist dann doch relativ sanft. Also wie gesagt, nochmal zusammenfassend, leicht scharf mit einer leichten Honignote, die lang anhaltend ist und ein schöner Abgang. Das Ganze machen wir natürlich auch mit Wasser, wie immer in 1 zu 1 Mischung. Wir sehen sofort den Lusch-Effekt, was natürlich auch dafür spricht, dass der Anisanteil relativ hoch ist, was auch gut ist bei einem Raki. Der Geruch ist deutlich milder geworden. Ich neige schon fast dazu zu sagen, verwässert. Der war pur deutlich schöner und intensiver. Der Raki ist sehr mild geworden, hat immer noch die leichte Honignote und der Abgang ist auch sehr sanft. Schmeckt nicht schlecht, schmeckt gut.
Ich sehe aber diesen Raki für mich selber zum Purtrinken. Er passt, es ist ein Nischen-Raki für mich, er passt nicht zu jedem Gericht, er ist sehr speziell, aber er hat seine Daseinsberechtigung. Ich sehe ihn eher bei Käse. Also ich finde, dieser Raki passt perfekt zum schönen Käse, zu einer Käseplatte. Da kann ich ihn mir sehr gut vorstellen. Einige Nüsse noch dazu, ein bisschen Trauben. Da wird er sein Zuhause finden. Ein Nischenraki, aber das, was er kann, macht er sehr gut. Von mir definitiv eine Empfehlung. Ich bin gespannt, ob ihr ihn schon probiert habt oder probieren werdet. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch doch einfach. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Raki & Grill Team.